Ja, da würde ich aber wirklich ganz, ganz schnell das Spiel verlassen nach der Aktion. Ist der deppert? Wir haben es wirklich hingekriegt. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Rocket League Video. Und Leute, ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, weil heute gibt es wieder mal die Rocket League Ranked Adventures. Und das bedeutet, es kann jetzt so ziemlich alles möglich sein eigentlich in diesem Part. Und obendrauf befinden wir uns auch noch in der neuen Season, und zwar der Season 16. Und Leute, ich würde sagen, wie immer gilt natürlich, falls euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und falls ihr das kommentieren möchtet, dann macht das natürlich sehr, sehr gerne, weil ich lese mir die Kommentare wirklich immer durch und antworte eigentlich so gut wie immer darauf. Und ansonsten würde ich sagen, genug der Einleitung. Fangen wir jetzt an mit dem richtigen Part. Vielleicht auch mit dem Treffer? Nee. Also was heißt mit dem richtigen Part. Ja, ich habe ja gerade erwähnt gehabt, dass wir aktuell eine neue Season haben, und zwar befinden wir uns aktuell in der Season 16 in Rocket League. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt nicht großartig mit der auseinandergesetzt, aber ich habe halt das Thema so ein bisschen überblicken können, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise ich habe den Rocket Pass einfach mal so ein bisschen überflogen. Und vom Thema her ist das Ganze so, wie soll ich sagen, also ich würde sagen, vom Thema her ist das Ganze so ein bisschen Magie, Halloween-lastig so. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch Fantasy dazu sagen, trifft wahrscheinlich auch so ein bisschen zu, aber ich würde sagen Halloween und Magie so ein bisschen. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt nicht darauf geachtet, was es aktuell für Turnier-Items gibt. Das wäre eigentlich noch gescheit gewesen, wenn ich mich ein bisschen zumindest mit dem vorher auseinandergesetzt hätte, und das war ein Armutsgeständnis gerade. Also wenn ich mich jetzt natürlich nicht irre, dann müsste jetzt eigentlich auch in dieser neuen Season eigentlich so eine Kooperation zwischen Rocket League und BMW stattgefunden haben, so. Weil man kann unter anderem auch einen BMW einfach im Rocket Pass bekommen. Also den neuen 1er BMW halt so, ne. Und das ist zum einen für mich irgendwo erfreulich so, weil ich bin so, ja, BMW-Fan, kann man das so sagen? Oder sagen wir es einfach mal so, also ich finde die Karren eigentlich recht geil vom BMW so, vor allem halt die älteren halt mit diesem typischen BMW-Charme halt so. Und bin dementsprechend eigentlich auch nicht so ein Fan vom neuen 1er BMW, weil der sieht halt irgendwie aus ein bisschen wie so ein Kia. Also der hat für mich nicht so diese typische BMW-DNA. Ich würde jetzt nicht sagen, ich finde den hässlich oder so. Oder dass es irgendwie ein Wagen für einen Schrotthaufen ist oder so. Der ist ja eigentlich auch cool so. Aber er gefällt mir vom Optischen halt nicht so, weil er mich nicht wirklich so an BMW erinnert. Weiß nicht, ob man verstehen kann, was ich meine, aber ja, das wäre es einfach gewesen so. In diesem Rocket Pass gibt es auch so ein, zwei geile Items irgendwie, also es gibt irgendwie eine Lackierung zum Beispiel mit so Augen so ein bisschen, die mich halt so ein bisschen an Jujutsu Kaisen erinnert hat, an diesen Würfel, in dem Gojo versiegelt wurde. Aber der Pass ist für mich jetzt nicht auf so einem Niveau, wo ich sagen müsste, ey, den muss ich haben. Und wir kassieren das 1:1 gegen den Typen, der alleine gespielt hat. Wir gehen ernsthaft noch in die Overtime mit dem. Bitte, bitte mit. Nein! Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hier noch das 2:1 macht, dann drehe ich aber wirklich am Rad. Mate! Ja, da würde ich aber wirklich ganz, ganz schnell das Spiel verlassen nach der Aktion. Ist der deppert? Wir haben es wirklich hingekriegt. Wir haben es wirklich hingekriegt, gegen einen Solo-Spieler zu verlieren. Er hat fairerweise nicht schlecht gespielt. Und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, es ist die Schuld von Mate. Aber das kann es doch nicht sein. Nächstes Game. Zweites Game, und ich würde sagen, ich fahre eigentlich dort weiter, wo ich aufgehört habe im letzten Game. Und ja, mein Fazit zum Rocket Pass. Gibt ein paar geile Sachen so. Also ich könnte es verstehen, wenn man sich den holt. Ich habe kurz auch überlegt, den zu holen, einfach weil ich einen BMW gesehen habe. Ist jetzt aber für mich kein Pass, den ich holen werde wahrscheinlich, und vor allem nicht, der mich irgendwie motiviert zu spielen. Also keine Ahnung, es gibt halt einfach zu wenig in dem Pass, wo ich sagen würde, ey, das muss ich unbedingt haben oder so. Und auch wenn ich ein BMW-Fan bin, muss ich mir halt auch einfach irgendwo eingestehen, dass auch wenn ich den BMW aus dem Pass bekommen sollte, ich werde eh wieder nur Octane spielen so. Ich habe den Volkswagen nicht gespielt, den ich habe den Porsche nicht gespielt und ich habe den Nissan auch nicht gespielt. So, also wieso sollte ich dann den BMW spielen? Wobei, das könnte eigentlich auch wieder genauso eine Situation sein, wo sich dann so meine Logik so ein bisschen ändert. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, so viel zur neuen Season. Vielleicht noch so ein paar letzte Abschlussworte zur alten Season und so. Weil ich glaube, das hat doch nicht jeder Rocket League geschaut bei mir in der letzten Season. Und es schadet ja auch nicht eigentlich, so kurz einfach mal so ein Recap zu machen davon. Und unser Mate hat gerade ernsthaft ein Tor verschuldet, weil er lieber das Nitro haben wollte. Ist okay, passiert mir auch manchmal, aber ist halt ärgerlich. Und by the way, falls meine Stimme ein bisschen, wie soll ich sagen, so heiser klingt oder so, dann kann es einfach gut sein, dass ich wirklich heiser bin. Weil ich habe jetzt, sage ich mal, in der letzten Woche spezifisch meine Stimmbänder sehr belastet. Weiß ich, vielleicht wird man das raushören, aber eben, falls ich etwas komischer klingen sollte, dann liegt es einfach an dem. Auf jeden Fall noch ein paar Worte so zur alten Season. Grundsätzlich war die alte Season ein bisschen auf und ab. Also wir sind halt ständig wieder nach Dia aufgestiegen und nach Platin wieder abgestiegen so. Konnten die Season zwar vom Rang her in Dia beenden, haben halt aber nicht so viel gespielt und ja, für die Season-Belohnungen hat es dann vom Niveau her eigentlich auch nur für Gold gereicht so. Aber ist okay, also das waren jetzt nicht unbedingt Items, bei denen ich gesagt habe, ey, die muss ich unbedingt haben.
Und ich wollte ihm eigentlich den Mate gönnen, aber sonst wäre er raus. Ja, Turniere haben wir auch keine gewonnen. Liegt unter anderem auch immer daran, dass ich zum einen einfach scheiße gespielt habe. Und ich hatte auch nicht so eine Motivation, irgendwie Turniere zu spielen, so, weil, keine Ahnung, die Items waren es mir dann doch nicht wert, irgendwie mich um 9 Uhr oder keine Ahnung wann halt wieder einzuloggen, um halt ein Turnier zu spielen, so. Ich denke jetzt mal, das wird sich in dieser Season nicht großartig verändern, so, außer bei den Turnier-Items ist was richtig Geiles dabei. Aber ich denke, ich werde etwa genauso viel Rocket League spielen wie in den letzten paar Seasons auch. Und ja, es wird wahrscheinlich bei Gelegenheitsspieler bleiben. Und der ist da schon die Verbindung verloren. Der wird wahrscheinlich einfach aufgeben, oder? Also, er hat doch aufgegeben. Und somit würde ich sagen, hätten wir so unser erstes erfolgreiches Game gehabt. Vielleicht machen wir noch 2. Weil dann bekommen wir sogar auch unseren Rang. Also, ich sehe das gerade hier unten. Und dann würde ich sagen, labern wir auch gar nicht groß drum rum, sondern ab ins 6. Game. Also, 3. Game. Und ich würde sagen, ich mache doch mal jetzt ein neues Fass auf. Also, ein neues Thema so ein bisschen. Und grundsätzlich würde ich einfach gerne so eine Experience mit euch teilen. Beziehungsweise so ein bisschen mit euch bereden. Aber wovon möchte ich jetzt eigentlich reden? Fangen wir an mit folgendem Satz. Und zwar war ich jetzt in der letzten Woche, beziehungsweise in dieser Woche halt, wo das Video hochgeladen wurde, war ich ein paar Tage in Wien. War halt auch ein paar Tage in Slowenien und so, aber auf jeden Fall, ich war ein paar Tage in Wien. So, und ich glaube, man sollte eigentlich mit Wien etwas anfangen können, so als Begriff, aber für alle, die das aus irgendeinem Grund nicht können, grundsätzlich einfach eine große Stadt, so, ne? Wenn man jetzt das einfach weiß, reicht das eigentlich auch schon für das Thema, also für das Verständnis des Themas, das einfach. Man kann einfach viel laufen und viel Strecke zurücklegen, so, ne? Und ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Öffis, also die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, die sind eigentlich recht stark, so. Also die U-Bahn ist halt wirklich ein Genuss gewesen in Wien. Man kann von überall, von A bis Z hinfahren, ohne irgendwie großartig warten zu müssen. Und die U-Bahn ist halt wirklich, also, wirklich genial. Ich habe auch noch ab und zu einfach so eine S-Bahn und so noch benutzt gehabt, aber ich glaube so, das oberirdische Verkehrssystem in Wien ist vielleicht nicht so geil wie das unterirdische. Aber auf jeden Fall, ich bin mainly mit der U-Bahn unterwegs gewesen. Und ja, ich habe ja vorhin erwähnt, dass eben Wien eine große Stadt ist. Und dann ist es halt jetzt einfach so, dass wenn man halt eine große Stadt hat und man möchte irgendwas sehen oder so, dann ist man eigentlich im Normalfall recht froh über Mobility. Also sei das jetzt eben ein Auto oder irgendwie, was weiß ich, die Öffis oder sonst was. Oder was weiß ich, vielleicht auch einfach ein Fahrrad. Man ist da schon glücklich drüber. Und wir haben einen kassiert. Aber ja, wegen dem Thema nochmal, eben, man ist da über Mobility eigentlich recht froh und es gibt halt so ein paar Szenarien, wo dann halt einfach ÖV einfach nicht so gut ist dort, weil es halt einfach schlicht und einfach keins gibt irgendwie. Also wir waren dann zum Beispiel eines Abends so einfach in so einem Club, so irgendwie bis 3, 4 Uhr morgens und wir werden jetzt nochmal einen kassieren. Ich glaub's nicht. Das ist ein totes basiert auf Kommunikationsproblemen. Weil ich dann nicht weiß, ey, soll ich drauf oder machst du das? Auf jeden Fall war man dann halt einfach einmal im Club so. Und das irgendwie bis 3, 4 Uhr morgens so. Und dann war irgendwie anscheinend kein Öffi mehr in Betrieb. Also man konnte nicht irgendwie ins Hotel wiederkommen. Und das ist ein Scheiß-Tor. Also eben, man konnte nicht irgendwie wieder ins Hotel kommen, außer man holt sich irgendwie ein Taxi, ein Uber oder sonst was. Und dann gibt es jetzt eben noch eine andere Methode. Und zwar ein E-Scooter. Und das ist das Thema für den heutigen Part. Also diese E-Scooter von Lime, diese weiß-grünen E-Scooter halt einfach, die man halt in den Großstädten einfach schnell mal sieht. Weil ich habe mir eben an diesem Abend, beziehungsweise vor diesem Abend so gesagt, ey, wenn da so nichts eigentlich ist, womit man einfach nach Hause kommen kann, so, dann werde ich halt einfach mir so einen Ruck geben und ich werde mal so einen E-Scooter ausprobieren, so. Kann ja nicht so schwer sein, so ein Teil zu fahren. Und ich glaube, ich werde das Thema im nächsten Game fortsetzen, weil das haben wir sehr, sehr wahrscheinlich verloren. Außer wir können es in der Luft halten. Nein, ich bin scheiße. Aber nee, wie gesagt, also nach dem Club einfach so mit dem E-Scooter nach Hause, so, das war die Idee. Ne, und by the way, bevor jetzt irgendwer schon denkt, also ich habe natürlich nicht getrunken, so, also was heißt natürlich? Das ist eigentlich ja ein Sonderfall, aber ich trinke normalerweise nicht, also schon seit Silvester. Also eben, ich war dann halt einfach in diesem Club bis 3, 4 Uhr morgens nüchtern, also ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken oder sonst was. Und bin dann halt eben mit diesem Scooter nach Hause. Ei! Ui, yo! Das ist wirklich krass gewesen vom Mate. Geht der bitte, 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 bitte. Ja! Und der erste hat schon das Spiel verlassen. Nee, bitte nicht. Sie haben aufgegeben. Geil. Ich konnte nicht mal das Thema beenden. Also, letztes Game für diesen Part. Also, ja, wir nochmal wegen dieser E-Scooter-Thematik. Also eben, wie gesagt, also ich bin dann einmal eben so abends rumgefahren mit so einem Scooter. Und fuck! Also eben, wie gesagt, ich bin dann einmal abends eben rumgefahren mit diesen Scootern und es war halt richtig geil so. Also man hatte die ganze Straße so für sich, man ist dann eben wie so ein Fahrradfahrer halt einfach. Auch nicht immer nach den Regeln gefahren, also ich bin dann teilweise einfach im Gegenverkehr rumgefahren, weil halt mein Google Maps mich zum einen so geleitet hat und halt auf dem Fußgängerweg natürlich halt auch so ein paar Ausflüge auf dem Fußgängerweg, das gehört einfach dazu. Ne, also ich bin dann fairerweise auch nicht allein auf dem Scooter rumgefahren. Das ist eigentlich so die nächste Regelverletzung eigentlich ein bisschen gewesen. Von diesen Regeln, an die man sich eigentlich halten hätten sollen, so. Und ich mache ein Tor. Aber ja, eben. Also ich bin einmal dann eben abends rumgefahren und dann halt einmal auch so nachmittags so mit den Jungs so ein bisschen so eine Scootertour gemacht durch Wien. Nochmal so ein paar letzte Eindrücke, so ein paar letzte Sachen halt gesehen, so. Und das halt einfach so
ja, so auf chillig halt so eine Scooter-Tour so ein bisschen gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte einen Mordspaß ab den Dingern. Also ich weiß ja nicht, wer alles schon hier so E-Scooter gefahren ist. Weil zum einen, was mich wirklich sehr verwundert hat irgendwie, ist, dass das Ganze erst ab 18 Jahren zugelassen ist. Also ich dachte irgendwie, ja, was weiß ich, man kann vielleicht mit 16 oder so kann man schon fahren. Aber das Ding war halt wirklich so FSK 18 irgendwie ein bisschen. Und ich habe einfach gedacht, ey, so warum? Also ich meine, von den Rechten her hast du ja eigentlich genau das gleiche wie ein Fahrrad. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie einen 12-jährigen Fahrradfahrer zusammengeschissen hat, dass er das nicht machen soll. Aber nun gut, ist halt einfach nur meine Meinung so, ne? Und ich mache nochmal ein Tor aus geilstem Winkel. Perfekt. Ich glaube, wenn ich so weitermache, dann geben die wirklich gleich auf. Aber ja eben, also hat richtig gebockt so. Ich habe es vom Preis her eigentlich auch noch ganz okay gefunden. Also ich bin teilweise irgendwie eine Dreiviertelstunde rumgefahren oder so und habe 13 Euro gezahlt. Teilweise sind wir, glaube ich, auch irgendwie eine Stunde rumgefahren, haben irgendwie so 16 Euro oder sonst was gezahlt. Das Ganze variiert natürlich auch so ein bisschen. Also im besten Fall hat man eigentlich einen Scooter, der einen recht vollen Akku hat und dann, ja, fährt man mit dem eigentlich recht lange rum. Dann spart man halt einfach so ein bisschen Geld so. Aber ja eben, also hat richtig gebockt und man ist am Ende so wie ein Fahrradfahrer vom Ding her. Man hat einfach das Gefühl, man ist unzerstörbar. Man fährt nicht wirklich nach den Regeln so. Man fährt jetzt zwar auch nicht eigentlich so, als müsste man irgendwie einen Unfall bauen. Aber es gibt dann halt schon so die ein oder andere Situation, wo sich ein Autofahrer berechtigterweise über einen aufregen darf. So, und Fazit von der ganzen Geschichte ist, ich werde wahrscheinlich trotzdem die E-Scooter-Fahrer noch irgendwo verfluchen, so vor allem wenn ich im Autofahren bin oder ähnliches. Und das halt auch einfach so ein bisschen zu dem Talahun-Meme gehört. Aber ich kann jetzt zumindest verstehen, wie das ist, so einen E-Scooter zu fahren. Das ist wirklich geil. Also, ich bin beim ersten Mal fahren perfekt reingekommen. Ich hatte keine Schwierigkeiten, irgendwie das Ganze zu fahren, meine Kollegen auch nicht. Und ist sehr einsteigerfreundlich und für so eine schnelle Fahrt oder was weiß ich was, ist es schon recht geil so. Und ich denke jetzt auch, vor allem wenn man in so einer neuen Stadt ist oder so, dann kann man, wenn man irgendwie so ein Fahrrad mietet oder halt jetzt einfach eben so einen E-Scooter hat, dann kann man halt recht viele Eindrücke bekommen von der Stadt, ohne halt wirklich viel Geld auszugeben und ja, ist, denke ich, eigentlich so eine ganz geile Sache so. So, das wollte ich einfach dazu gesagt haben. Deswegen schreibt natürlich auch gerne eure Meinung zu diesen E-Scootern rein. Habt ihr die schon mal benutzt oder eher nicht? Wie findet ihr die so im Verkehr? Also, eben, wie gesagt, ich finde die eigentlich nervig. Und ich bin auch wahrscheinlich rumgefahren wie ein bisschen so ein Asozialer, aber die sind schon geil irgendwo, fairerweise. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war's das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!